What the fuck, Alter? Neues Setup, neues Office, beziehungsweise neuer Ort, wo ihr jetzt immer die Videos sehen werdet. Ich bin umgezogen, es steht noch alles voll, ich habe nicht mal mein Bett gemacht, aber müsst ihr mit leben. Und dementsprechend gibt's heute das erste Video aus der neuen Wohnung. Ganz viel Spaß damit. Wundert euch nicht, also alles, was ihr jetzt seht, wird in hoffentlich ein paar Monaten oder ein paar Wochen, vielleicht schon ein paar Tagen komplett anders aussehen. Das Setup wird sich verändern. Ich habe da eine Menge geplant, habe da echt auch Bock, was Cooles zu machen. Und ja, lasst mal gerne ein Like da für diesen wunderschönen, nicht vorhandenen Video-Background. Heute soll es um die Kaufempfehlungen gehen. Spieler, die letzten Endes für die Saison-Endphase nochmal richtig geil sein können, die in irgendeiner Art und Weise gerade vielleicht nicht zu 100% Relevanz in Kickbase haben und die meiner Ansicht nach einfach extrem reinscheppern werden. Das werden wir später zusammen machen, bauen wir natürlich wie immer ein Team. Bevor wir das Ganze tun, gibt es natürlich erstmal ein kleines Update, denn das letzte Video habe ich aufgenommen, letzte Woche Donnerstag. Die Kaufspecials habe ich ja vorproduziert gehabt. Und dementsprechend ist eine Woche vergangen und ich will euch ein bisschen abnehmen, wie mein Teamstand jetzt aussieht. Ich habe mir nämlich im Sturm erstmal Lasso geholt. Ich habe auch eine Insta-Story geteilt. Auf YouTube habe ich es bisher noch nicht gezeigt. Für 15,5, glaube ich. Genau, 15,555 blablabla Millionen. Warum? Weiß ich gerade selber nicht mehr so richtig was. Ich habe generell, ich habe ein Stürmerproblem. Sowieso. Ihr kennt meinen Sturm, ich habe immer ein Stürmerproblem. Und ja, Sebo ist zum Traden da. Wenn du Chwanchara Player hast und Demirovic mit der fünften gelben Karte ausfällt, dann muss ich einfach nochmal ein bisschen gamblen, ein bisschen riskieren. Ich habe Jordan dafür verkauft. Jordan, ich liebe den Mann, ne? Es ist eine Kanallegende, letztes Jahr zur Kanallegende gereift, aber ist halt einfach kein guter Kickbase-Punkter. Und da habe ich mir halt gedacht, komm, verkaufst Jordan. Ist ja auch ordentlich gefallen zu dem Zeitpunkt, für knappe 10 Millionen und investierst nochmal 5 Millionen mehr und kriegst dafür einen Alassane Player, der einfach deutlich besser ist als ein Jordan, wenn fit natürlich. Ne? Hat jetzt auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wird jetzt auch wahrscheinlich eventuell nicht mal im Kader sein, aber die Phase hier, da baue ich natürlich drauf auf. Ich sage es aber auch immer wieder, Player ist die Definition, genau wie Serge Gnabry, über den wir später auch noch reden werden, von einem Phasenspieler. Das heißt, wenn ihr hier mal durchgeht, der hat immer Phasen, wo ihr denkt, Alter, ist der geilste Kickbase-Spieler in der App. Und dann hat er auch solche Phasen, wo ihr denkt, ja gut, okay. Und bei Jordan war es halt so, ja mein Gott, der hat gefühlt alle 2 Wochen mal eine Bude, er ist total übertrieben, alle 4 Wochen mal eine Bude gemacht, dann hat er so 170 Punkte gemacht. Ich gamble einfach ein bisschen drauf. Ich finde, Player ist ein cooler Spieler, muss man natürlich mit Vorsicht genießen, würde ich niemals zum Saisonbeginn empfehlen, aber wenn man die Möglichkeit hat, ich muss ja eh nur einen Stürmer stellen, wie ihr auch die ganze Zeit seht. Wenn ich zwischen Player und Jordan hin und her rotieren kann, Player und Jordan, zwischen Player und Demirovic hin und her rotieren kann, dann hat es sich schon zu 100% gelohnt. Deswegen habe ich mir da den lieben Lasso ins Team geholt. Im Mittelfeld ist nicht viel passiert. Abwehr kennt ihr auch schon. Die Spieler, die dann sonst dabei sind, sind eigentlich nur zum Traden da. Und so steht das Team. Ich bin happy damit. Das ist, ja, es ist kein Banger-Team, aber für die Saisonphase sollte es ganz cool sein. Bei uns in der Liga ist es halt ziemlich spannend um den Platz 4, den ich unbedingt halten will. Ich sage zwar mal, Vierter ist die schlimmste Platzierung, die es gibt, weil es quasi eins vom Treppchen weg ist und dann ist eigentlich vollkommen Latte, ob du Vierter oder Zwölfter wirst. Aber ja, allein rein für die Moral möchte ich unbedingt Vierter bleiben, für die neue Saison nochmal ein bisschen Kraft tanken zu können. Deswegen werde ich da nochmal schön Vollgas geben und hoffentlich kann der liebe Lasso mich unter anderem da zum Platz 4 schießen. Alrighty, Mates. Und dann gehen wir auch schon rein in meine Kaufempfehlungen, beziehungsweise meine Spieler, die ich euch für die Saisonphase nochmal ordentlich ans Herz legen würde. Ich habe versucht, einen guten Mix zu finden zwischen High Risk, High Reward und gleichzeitig aber jetzt auch nicht total absurde Dinge wie jemand, der irgendwie in einer Dreifachrotation drin steckt. Jeden Spieler würde ich persönlich auch wirklich kaufen und das war mir dann letzten Endes wichtig, obwohl man meine Tipps dieses Jahr ja nicht zu 100% verfolgen sollte. Trotzdem starten wir auf jeden Fall mal rein mit unserem Torhüter. Das ist der liebe Omlin. Ja, 2 Spiele dieses Jahr gemacht, 132er Average, gut, war auch ein Assist dabei, aber ich kann mir vorstellen, er hat auch letztes Jahr nie schlecht gepunktet, ein 88er Average, war letztes Jahr sehr stabil, vor allem in dieser Endphase, war der richtig, richtig gut. Gladbach ist dieses Jahr so ein bisschen Schießbude in der Bundesliga, das heißt, er wird eine Menge zu tun bekommen, ist auch nochmal qualitativ, vor allem auch was die Distribution angeht, deutlich besser als Moritz Nikolas, deswegen glaube ich, dass der für 5,1 Millionen ein absoluter Stil ist, aber den habe ich jetzt schon so oft rausgehoben, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören. Unsere Dreierkette besteht aus Bernardo, Kim und Joscha Wagnumann. Bei Wagnumann ist für mich das Ding einfach 12,4 Millionen. Wir wissen alle, dass es kein beständiger Punkter ist. So, jetzt 2-mal einen grünen Balken gemacht, aber 2-mal halt auch mit zu 0 Bonus. Aber hey,
Ihr müsst euch mal den Part hier angucken, der hat echt Torgefahr. Er hat es ja auch dieses Jahr schon öfter gezeigt. Ich sag mal, dieses Trademark-Finish, was er immer macht, reinziehen, damit links in die lange Ecke abschließen. Ist für mich einfach ein cooler Gambit-Spieler, den man ganz gut eintauschen kann, mit Sicherheit gegen einen konstanteren Punkter. Es geht jetzt hier auch so ein bisschen darum, mit Spielern nochmal einen richtig schönen Gamble eingehen zu können. Und Wagnermann ist einfach aufgrund des Preises und weil er immer spielt beim VfB, für mich ein sehr guter Gamble. Nauer Bernardo. Ihr wisst alle, dass der gut ist, aber ich würde wirklich behaupten, Bernardo ist ein, jetzt nicht übertrieben, Top 10 Innenverteidiger für die restliche Saison. Denn Bochum hat ein super machbares Endprogramm und wir wissen, dass das ein mega konstanter Punkter ist. 11,9 Millionen. Ich würde auf jeden Fall probieren, mir den irgendwie zu erswappen. Das würde euch einen geilen Vorteil bringen. Wie gesagt, allein aufgrund des Bochumer Endprogrammes. Dann haben wir Kim. Ja, das ist so ein bisschen der Tobi-Bias. Also wenn ihr es nicht mehr hören könnt, dann skippt einfach mal kurz 15 Sekunden nach vorne. Ich persönlich behaupte einfach, dass Kim der nominell beste Innenverteidiger beim FC Bayern ist. Ich weiß auch, dass Tuchel ganz groß davon überzeugt ist, dass Dier und De Ligt denen die meiste Sicherheit geben. Aber ich mag einfach Kim. Ich finde, es ist ein vom Athletischen, vom Physischen und gleichzeitig Spielverständnis her mit der beste Innenverteidiger im Bayern-Kader. Noch dazu bringt er einfach extrem viel Spielintelligenz mit und ja, ich habe einfach das Gefühl, der wird spielen und dementsprechend empfehle ich den hier auch gerne, auch wenn der sehr teuer ist und das ein richtig hoher Gamble ist für 24 Millionen. Ich persönlich würde den Gamble eingehen und hoffe und denke, dass Kim sich da in dieser Saisonphase nochmal durchsetzen kann. Unser Mittelfeld besteht aus Serge Gnabry, ist eigentlich selbsterklärend. Wenn Gnabry mal spielt, wissen wir alle, dass das ein gottlos geiler Kickbase-Punkter ist. Und der Gamble wäre mir zu 100% wert, hat eine geile Phase gehabt vor der Länderspielpause, konnte sich jetzt nochmal 2 Wochen fit machen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er startet. Ich habe das Gefühl, dass er startet, wenn er ein, zwei Spiele richtig gut macht, dann wird er auch weiterhin gesetzt bleiben. Ist halt bei Gnabry immer so eine Sache, ne? Aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Gnabry-Phase entsteht, dann passiert das jetzt und was kostet der Mann? 16,1 Millionen, No-Brainer, kann man sich mal richtig geil reinpacken. Dann haben wir Chico Höfler und Lietz Doan, beide Freiburger jetzt zur Saisonendphase richtig geil, mit dem besten Endprogramm aller Bundesligisten habe ich letzte Woche eine Tierliste hochgeladen, könnt ihr gerne abchecken oder bei unserem Fernschuss.port Insta-Account, wenn ihr es verbildlicht haben wollt, könnt ihr auch den Post abchecken, dort hat Jakob das einmal cool zusammengefasst und die Freiburger profitieren davon enorm, weswegen ich denke, dass die beiden sehr, sehr geil sein können. Und der Rest ist purer Gamble, aber dafür seid ihr auch auf dieses Video hier gekommen. Wir haben Elias Skiri und Hugo Ekitike, die beide mit dem BVB das schwierigste Endprogramm aller Bundesligisten haben. Ich glaube, dass beide aber Spieler sind, die in großen Spielen sogar bessere Punkte machen als teilweise gegen schwächere Gegner. Das liegt bei Ekitike darum, einfach, dass er eine geile physische Komponente mitbringt, sehr gut im Konter ist und gerade in Gegenbewegungen, wo Frankfurt meiner Ansicht nach auch immer die besten Saisonspiele gemacht hat, der beste Mann im Kader ist und sich da geil präsentieren kann. Deswegen glaube ich, ist er der Mann und denke, er wird das Duell mit Chaibi und so weiter für sich entscheiden. Und der zweite ist Elias Skiri, der einfach auch beim 1. FC Köln immer die besten Punkte gemacht hat, wenn er richtig krass defensiv gefordert wurde. Das heißt, starkes Endprogramm bedeutet im Normalfall Elias Skiri Upside. Und gerade auch hier wieder gegenläufige Bewegung, Konterbewegung ist ja wahnsinnig gut, was einfach zu dem starken Gegnerprogramm passt. Deswegen glaube ich, die beiden könnten so ein bisschen under the radar shout sein, aber wie gesagt, ist alles purer Gamble, genauso wie Benjamin Šeško, wobei der eigentlich kein wirklicher Gamble ist, ist eher so ein unbeständiger Punkt, aber ist gerade eine geile Phase, weil es geht in Anführungszeichen nur noch um die Champions League Plätze, sonst ist man aus allen Wettbewerben raus und er wird dort spielen, er wird dort aufgebaut werden als Sturmhoffnung für die neue Saison. Richtig geiler Spieler für den Saisonendspurt und der letzte ist Karim Adeyemi, der wahrscheinlich größte Gamble. Hat bisher von der Bank immer extrem gute Performances gedroppt, durfte ja auch einmal starten. Wenn er jetzt diese 2 Wochen gut nutzen konnte und sich dann noch weiter aufgebaut hat, noch mal mehr reinkommt und vor allem auch ein bisschen länger fit bleiben kann, kann ich mir sogar wirklich vorstellen, dass man gerade Richtung Saisonende, also Richtung Ende, auf ihn setzen wird. Weil Jadon Sancho vielleicht ist bis dahin entschieden, ob er über den Sommer hinaus beim BVB bleiben wird. Und ja, wenn Karim Adeyemi oder wenn er das nicht tut, dann ist Karim Adeyemi halt die Person, die nächstes Jahr spielen wird. Und ähnlich wie bei Ekitike, will man den wahrscheinlich dann auch, oder bei Šeško, für die nächste Saison ganz ordentlich aufbauen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es der Gamble ist, der sich lohnen könnte. Aber wie gesagt, ihr seid für die Gambles hier. Hier habt ihr meine Gambles. Das sind die Spieler, die ich bis zur Saisonendphase empfehle. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, heute aus der neuen Butze. Soundmäßig wird sich noch alles verändern. Ich habe hier noch nichts aufgehangen. Es halt noch ein bisschen bla bla bla. Ich könnte euch jetzt hier voll labern. Juckt euch eh nicht, aber ich werde hier ein richtig geiles Setup designen, entwickeln, was auch immer. Und dann sollte es auch in den Videos richtig cool aussehen.
Das war's mit der Mittwochsepisode. Kuss geht raus, kam heute ein bisschen später online. Wir sehen uns dann morgen zur Bundesliga-Preview. Hell yeah, wir sind wieder back. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.